Es ist ein Schauspiel wie aus einer vergangenen Zeit. Selbstherrliche Landesfürsten, ihrer Meinung nach von Gott persönlich berufen, die radikale Reform ihrer Institution ablehnen, ihr Geld vom Staat eintreiben lassen und sich selbst für unfehlbar halten. Aber reden wir nicht von der ARD-Intendantenkonferenz? Es findet ja zurzeit die Herbsttagung der deutschen katholischen Bischöfe statt. Und die katholische Kirche in Deutschland ist noch krisengeschüttelter als die ARD. Und das will was heißen. Der sogenannte synodale Weg steht wieder mal vor großen Schwierigkeiten. Synodaler Weg, Sie erinnern sich, beim synodalen Weg sollen ja Klerus und Laien gemeinsam an einer neuen Kirche arbeiten. Der Klerus, das sind die Geweihten, die Laien, das sind die Ungeweihten, also die, die in den Gemeinden arbeiten, die praktische Seelsorge machen, die in Krankenhäusern, Hospizen und in Kindergärten arbeiten. Womit die katholische Kirche ein Konzern ist, der die einzigen Profis in dem Laden als Laien bezeichnet. Ja, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Beim Thema Sexualität und Partnerschaft flog dann vor kurzem alles auseinander. Entgegen der Hoffnung vieler Katholiken hatte eine Sperrminorität der Bischöfe verhindert, die katholische Sexualmoral zu liberalisieren. Die Vertreterin der Laien war entsetzt. Es fällt mir wirklich herzhaft schwer, das noch unter Synodalität irgendwie zu verstehen. Ja, das ist keine Synodalität, das ist Cancel Culture. Beschlüsse bei diesem synodalen Weg kommen ja so zustande, dass 2/3 der Bischöfe zustimmen müssen. Das ist die Bedingung und das war hier nicht der Fall. In diesem Papier, das dort zur Abstimmung stand, da ging es zum Beispiel darum, dass Selbstbefriedigung offiziell keine Sünde mehr sein sollte. Und schon da geht der Klerus nicht mit. Für die Befriedigung sollen bitte weiterhin andere sorgen. Das System des massenhaften sexuellen Missbrauchs ist noch lange nicht aufgeklärt und es darf daran gezweifelt werden, dass da überhaupt von Seiten der Amtskirche ein ernsthaftes Interesse besteht, die Betroffenen und ihr Leid konsequent in den Blick zu nehmen. In diesem Zusammenhang ist auch Rainer Maria Wölki mal wieder in die Schlagzeilen gerutscht. Rainer Maria Wölki, ein Mann, der es wirklich schafft, so ziemlich das Peinlichste zu sein, was Köln zu bieten hat. Und zwar noch vor dem Sitzungskarneval, den Geißens und den Höhnern. Das muss man erst mal schaffen. Er ist schon wieder knietief in einen Skandal verwickelt. Es gab 2010 Berichte über sexuellen Missbrauch durch einen Priester in seinem Bistum. Wölki hat diesen Priester zu einem Gespräch eingestellt und die harten Konsequenzen aus diesem Gespräch folgten dann 2017, 7 Jahre später. Wölki beförderte den Priester zum stellvertretenden Stadtdechanten von Düsseldorf. So ist die katholische Kirche. Straftäter kommen sofort in die Hölle. Aus Kölner Sicht ist das Düsseldorf. 2018 wurde die Sache dann wohl auch Wölki zu heiß und er meldete an den Vatikan, dass dieser Priester offenbar nach Angaben von Betroffenen am Bahnhof minderjährige Strichjungen aufsuche, mit Jugendlichen in die Sauna ging, mit ihnen Pornos guckte und sich dann selbst befriedigte. Dieser Brief, der wurde 2018 geschrieben. Die erste Strafanzeige des Bistums gegen den Priester gab es 2021, 3 Jahre später. 2021 gab Wölki dann auch eine eidesstattliche Erklärung ab, dass er zum Zeitpunkt der Beförderung des Priesters, abgesehen von Gerüchten, nichts gewusst habe über irgendwelche Verfehlungen. Gut, nur Gerüchte. Ich kann es mir schon vorstellen, wenn man wirklich jedem Gerücht in der katholischen Kirche ernsthaft nachgehen würde, wenn es um sexuellen Missbrauch geht, ja, jedes einzelne Gerücht, man käme ja zu nichts mehr. Wölki ist nebenbei gesagt ein Bischof, der 2,8 Millionen Euro für Berater, Gutachterinnen und Medienanwälte ausgegeben hat, rund um den Missbrauchsskandal, damit die katholische Kirche, damit sein Bistum gut dasteht. Aber nur 1,5 Millionen Euro für die Betroffenen. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Opfer und zwar ein Schlag mit dem Weihrauchfass. Hier ist der Extra-Leistung der Woche von Dennis Kaub und Jesko Friedrich. Ich hab dich so lieb. I love you. Im Kölner Dom, da steht ein Mann, den man vor Rauch kaum sehen kann. Skandale hat er nie so aufgeklärt, sondern einfach vertuscht und unter den Teppich gekehrt. Was willst du machen? Viel Weihrauchduft und dieser Kardinal heißt Rainer. Ja, sein Ruf, der ist im Eimer. Da kommt selbst Mutter Beimer. Ich fass es nicht. Tut ihn keiner. No. Die Kirchenaustritte stapeln sich, aber Kopfschmerzen macht ihm das nicht. Quatsch. Rote Karte, Bande, denn der Wölki gekickt. Die Gemeinde fühlt sich von ihm getäuscht. Du schadest uns
allen ist mir gesagt worden. Viel Weihrauchduft und dieser Kardinal heißt Rainer. Aufarbeitung wär schon geiler. Alles Käse. Er ist leider ein Scheinheiliger. Und an Reform glaubt ihr wirklich keiner. Die Wut ist groß, die Schuld ist seine. Jeder macht drei Kreuze, zieht er endlich Leine. Oh, Scheiße! Das Erzbistum Köln ist ja trotz der vielen Austritte immer noch eines der reichsten Bistümer der Welt. Das Geld ist eben nur nicht für die Opfer da. Wobei, für manche Opfer schon. Da ist Geld da. Das Bistum zahlte ja zum Beispiel 1 Million Euro Schulden für einen spielsüchtigen Priester. Haben die gezahlt. 1 Million Euro. Das neue Angebot der katholischen Kirche heißt Bet and Win. Die Kriminalpolizei warnt, immer mehr Menschen werden Opfer von Abo-Fallen im Internet. Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie allzeit gut informiert sein. Am besten abonnieren Sie noch heute den Extra 3-Kanal. Und hier geht's gleich zum nächsten Video. Bitte lachen Sie vorsichtig.